Guten Tag oder beziehungsweise gute Nacht, meine Damen und Herren. Wir sind hier immer noch in Alfruinen. Und was wir jetzt machen müssen, ich habe was übersehen, was wir noch machen müssen in den Alfruinen. Und zwar gibt es hier noch eine spezielle Inschrift, die wir noch lesen können. Und zwar werden wir da hinten reinfallen. Reinfallen, versteht ihr? Zweideutig, reinfallen. Und zwar steht hier eine Nachricht. Okay, hoffentlich kann ich das lesen. Also, sorry, falls ich mich jetzt blamieren sollte. Meine Inkognito-Schriftkenntnisse sind nicht so besonders aufgefrischt. Also, das ist... was? Das müsste ein M sein, oder? Oder, nee, das ist ein W. Nee, das ist kein W. Das ist ein W, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Sollen wir ewig wiederhallen? Hä? Was ist das erste? Ewig wiederhallen, irgendwas mit ewig wiederhallen, also ja. Und jetzt sind wir wieder hier, toll. Und 2 Minuten sind schon verprasselt worden, unglaublich, wie ich das Let's Play in die Länge ziehen tue. Ah, wir wollten ja unsere Pokémon hier trainieren, stimmt ja. Habe ich ja im letzten Part gesagt, aber ich glaube, mit diesem Zubat kommen wir nicht mehr weiter. Denn es ist jetzt down, glaube ich, oder? Nee. Gut, ich muss wechseln, Zubat kann ich angreifen, nehme ich Nebulak. Ach du Pussy, fließt einfach. Früher habe ich übrigens versucht, alle Inkognitos zu fangen, weil ich dachte, dass dann irgendein legendäres Pokémon auftaucht, was eigentlich nicht der Fall ist. Aber es steht irgendwo geschrieben oder keine Ahnung, wird irgendwo gesagt, dass hier Suicune auftauchen soll, also das Pokémon von dem Cover dieses Spiels. Und damals, ja, damals wollte ich Suicune unbedingt haben. Und habe versucht, alle Inkognitos zu fangen. Ich hatte auch fast alle, ich glaube, ich hatte 23 Stück. Wir haben nur noch 3, glaube ich, gefehlt. Welche das waren, weiß ich nicht genau. Aber ja, das war schon ziemlich eine Gefangerei. Und ich glaube, ich werde hier einfach mal ein Inkognito einfangen. Wir haben ja genug Zeit in diesem Let's Play. Ich möchte ja dieses Let's Play nicht in die Länge ziehen, auf keinen Fall. Ich tue es mal ein bisschen verzögern. Ich ziehe es nicht in die Länge, ich verzögere es ein bisschen. So, kaufen wir uns wieder ein paar Bälle. Auch wenn wir schon welche haben, aber naja, macht nichts. Man kann nie genug Pokebälle haben. Und für was anderes werden wir sie eh so schnell nicht mehr verwenden. Gut, und jetzt ersetzen wir Zubat. Ja, Zubat ist schon an erster Stelle, genau. Und ich würde sagen, wir fangen uns ein Inkognito und trainieren unsere Pokémon. Inscreen diesmal. Ich meine, es dauert ja nicht so besonders lange, wie zum Beispiel Level 40er zu trainieren. Es ist ja noch recht am Anfang, da können wir uns ja ein bisschen Zeit lassen. So, was glaubt ihr für einen Buchstabe kommt raus? Das müsste ein K sein, glaube ich. Okay, K. Saug dir mal das Blut aus. Hoffentlich fliehen die jetzt nicht alle. Das wäre sehr ungünstig. Also, ich wusste doch, dass du ein Mann bist und nicht fließt. So, einmal noch und dann schmeiß ich den Ball.
Nicht fliehen, nicht fliehen, nicht fliehen, nicht fliehen, nicht fliehen, nicht fliehen. Okay, gut. Er hat noch ein bisschen Kraft in Reserve. So, Pokéball. Los geht's. Eins, zwei, drei und drin ist das Teil. Okay, Inkognito, Symbol, Größe 0,5 Meter, Gewicht 5,0 Kilogramm. Da es so viele verschiedene oder unterschiedliche Inkognitos gibt, glaubt man, sie besäßen verschiedene Fähigkeiten. Okay, Inkognito. Was auf BSPC? Was? Warum? Wie? Wir hätten das hier gebraucht, glaube ich. Okay, ich hole es mal mit. Wir brauchen das hier, damit wir... Nein, hier gehen wir jetzt noch nicht lang. Hier gehen wir später lang. Gehen wir zurück nach... Wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt? Oh Gott, da habe ich einen eigenen Part danach benannt. Viola City. Ha. Und nachdem wir unser Pokémon trainiert haben, machen wir uns auf zur nächsten Stadt. Ihr seht, wir lassen uns richtig viel Zeit. Habe ich, glaube ich, schon zum millionsten Mal gesagt. Ja. Vielleicht würde ich das längste Pokémon... Nee, das längste Pokémon Let's Play ever, das habe ich... das, was ich je gesehen habe, das war von Let's Play Markus. Also, das war Bloody Platinum, dass er alle Pokémon gefangen. Gut, dann legen wir mal unser Aron ab. Tschüss, Onyx. Und nehmen unser Inkognito mit. Und ich hoffe, dass es funktioniert. So. Gut, dann gehen wir zurück zu den Alfruinen. Lalalalalala. Route 36. Und hier, danach können wir unsere... Ja, wie gesagt, trainieren wir unsere Pokémon. Ist zwar ziemlich langweilig am Anfang, aber ich kann es nicht ändern. Wir wollen uns ja Zeit lassen. Wir haben ja noch genug Zeit für das ganze Trainieren und... Was rede ich denn da? Für das ganze Trainieren? Für das andere Zeug, zum Beispiel Tens und so. Jetzt heißt es Capture oder Trainieren. J. Also gut. Zusatz. Blutsauger. So, jetzt kriegt man wieder ein paar KP. Der Attack ist sehr effektiv. Ja gut, dann hat Inkognito halt eine Idee. Was weiß ich, so ein Wert halt, was anzeigt, dass seine Attacken mit Kraft selber sehr effektiv sind. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass Inkognito solche großen Gegner sein können. So, tschüss Inkognito. Oder Inkognito, ich sag Inkognito. Keine Ahnung warum. Habe ich mir halt so angewohnt. Inkognito. Inkognito. Das müsste ein O, glaube ich. Ne, ein O sieht anders aus. Das müsste ein A sein, oder? A? Ist das ein A? Keine Ahnung. Ich habe euch ja schon gesagt, dass meine Inkognito-Schriftkenntnisse nicht so besonders gut sind. Ich kann es nur ein bisschen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt kommentieren soll. Also, ja, trainieren ist ja... Ja, gehört halt dazu, habe ich ja schon gesagt. Und das, was ich schon gesagt habe, das habe ich auch schon gesagt. Gut, ich würde sagen, ich trainiere Zubat noch auf Level 10 oder sagen wir mal alle Pokémon auf Level 10 oder eigentlich nur noch diese Zubat und dann ist es ja auch schon wieder genug. Also ich trainiere nur noch Zubat auf Level 10. Ich möchte es ja auch gar nicht so in die Länge ziehen. Jetzt wird mir auch langsam langweilig. Was steht denn eigentlich da unten? Also auf den Wänden meine ich. J.
Ich habe noch vorhin schon, oder? Ich hoffe, du bist nicht wieder der dasselbe, was wieder so sehr effektive Kraftreserve drauf hat. Ja genau, gib ruhig ein paar KP. Die kann unser Zubat mehr gebrauchen als du. Nicht effektiv. Normal stark, okay. Geht noch in Ordnung. Oh, die AP von Blue Sauer sind auch langsam verbraucht. Naja, Zubat zu trainieren in dieser Edition ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Toll. Sehr schwierig. Ich habe ja gerade mein Minecraft-Let's Play weitergemacht und da habe ich auch mich total sehr versprochen. Ja. Okay, was steht denn hier? X? Ist es ein X? X? Was? Ah, nee, ist ein O, oder? Ah! Okay, das ist alles ein K. So, das ist der letzte Kampf, danach gehen wir weiter. Wir haben hier uns genug aufgehalten in den Alf-Ruinen. Und ich hoffe, wir kriegen bald den Inkognito-Dex. Den kriegt man ja, wenn man hier Inkognito fängt und dann rausgeht. Das ist auch der Grund, warum ich vorhin Inkognito gefangen habe und mich geärgert habe, dass es dann auf die Box übertragen wurde. Ich glaube, den werde ich mir auch noch schnell holen. Ich will den Inkognito-Dex haben. Vielleicht muss ich zu dem Typen hinlaufen, mal schauen. Es gibt Pokémon in den Ruinen? Das ist unfassbare Neuigkeiten. Da müssen wir... okay, scheiß drauf, gehen wir einfach weiter. Aber zunächst mal zurück nach Viola City. Danach geht's weiter. Wurde aber auch langsam mal Zeit, ne? Wir tun uns so lange hier aufhalten. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, beim ersten Mal durchspielen, wo ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, da habe ich gedacht, es geht durch den Alf-Ruinen weiter. Was eigentlich totaler Blödsinn war. Und ich habe den Weg nach unten nicht gefunden. Und ich habe die Karte damals total ignoriert. Und ich habe nicht gemerkt, dass es dann nach unten weitergeht. Unten. Das ist wieder so ein scheiß blödes Englisch, Deutsch von mir. Unten. Das heißt ja unten, nicht unten. Unten. Hey Kevin, weißt du, wo der Penis ist? Unten. So, also hier ist es wieder ein neuer Tag, neue Beere. Ein neuer Tag und eine neue Beere. Gut, und ich habe nicht damals gecheckt, dass es hier nach unten weitergeht. Unten. So, der lässt uns durch. Du bist jetzt einige gute Pokémon. Die sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit ihnen bei Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Pokémon Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Anliegen an Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Ein Wundersaat. Okay. Die Erfahrungen von Viola City werden dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein. Oh ja, das stimmt. In der Tat. Denn jetzt haben wir schon mal das Grundgelegene hinter uns. Mal wieder. Felino. Ist, glaube ich, in die Vorentwicklung. Also Feluno wäre auch ein cooles Pokémon. Feluno. Was? Keine Wirkung auf Feluno. Was soll denn der Blödsinn? Komm schon, Feluno. Du wirst dich schon doch verwirren lassen. Warum geht es nicht? Komisch. Naja, dann wechsle ich halt eben. Ich glaube, gegen Feluno mit Zubat zu kämpfen ist ein bisschen schlecht. Ab sofort sage ich jetzt immer Feluno. Rein aus Prinzip. Wegen meinem Sprachfehler. So, Nebulak. Ist zwar schwach gegen Bodenattacken, aber Feluno hat keine Bodenattacken drauf. Sondern Hypnose. Verdammt! Wie, keine Wirkung? Sag bloß, Feluno ist immun gegen Statusveränderungen oder was? Das glaube ich nicht so ganz. Schlecker. Also gegen Schlecker ist das Viech nicht immun. Rutenschlag, hätte ich fast gesagt. Man verschluckt da immer dieses N. Ne, das T verschluckt man da immer. Rutenschlag. Schlecker. So. Feluno ist down und Erfahrungspunkte für unsere Pokémon.
Yippie. Oh, hier ist ein Trainer wahrscheinlich. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark. Ja, natürlich. Und du nicht. Ich bin hier der Beste in diesem Spiel. Nils. Ratfratz. Ja gut, mit Ratfratz kann man mit Nibulak nichts anfangen. Weil Nibulak mit seiner Geistattacke nichts gegen normale Pokémon ausrichten kann. Aber mit unserem Zura können wir ja was ausrichten mit Superschall. Okay, so stelle ich mir das vor. Er ist selbst verletzt und damit ich zufrieden. Ach, wie schön, ich bin zufrieden. So, jetzt wieder ein bisschen Blut saugen. Hoffentlich lernt Zubat bald Biss. Ich glaube, es lernt Biss mit Level 14 oder mit Level 13. Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber es dauert nicht mehr so lange, bis Zubat Biss lernen wird. Und dann ist es Level 16. Aber was ich weiß, dass Zubat sich mit Level 21 zu Golbat entwickelt. Genauso wie Clefensa und Myrapla. Und zu X-Bad entwickelt es sich dann mit Zuneigung. Aber das werden wir schon später erfahren. So, Zubat ist kurz vom Level ab. Ach, Zubat fight, okay. Das kann ja lustig werden. So, wer zuerst Superschall-Einsatz gewinnt. Verdammt! Diese Attacke ging daneben. Verdammt, er hat gewonnen. Okay, da wechsle ich mein Zubat. Und zwar hole ich da jetzt wieder Nebulak raus. Mit Blutsauger von Zubat kann Nebulak nicht besonders gut getroffen werden. Ja. Zieht wahrscheinlich nur ein KP ab, ja, natürlich. So, Hypnose. Verdammt. Wie keine Wirkung. Ich verstehe das nicht. Es muss daneben gehen. Keine Wirkung. Ich sehe Kütchen. Über Nibulak. Okay, Nibulak. Jetzt aber Hypnose. Hypnose! Ja, schön, Hypnose! Super! Perfekt. So. Und jetzt erschlecken. Abschlecken. Lecker, lecker. Und Zubat schläft immer noch. Während wir ihn weiter... Während wir ihn weiter abschlecken. Klingt irgendwie pervers, naja. Okay, nochmal. Schlecker. Nee, Mulak! Okay. Wahrscheinlich nur noch ein KP hat's übrig. Jetzt könnte mir es perfekt fangen, wenn es wild wäre, aber... Wir haben es ja schon und außerdem ist es eh ein kleiner Pokémon, was wir nicht fangen können. So, Level 10 für Zubat, sehr schön. Noch ein paar Level, dann hat's Biss drauf. Du bist stark. Natürlich bin ich stark. Ah! Ach nee, Greg, lass mir nur. Guten Abend, Gold. Ach, Greg, bist du wach? Wachst deine Pokémon? Meine Pokémon wachsen mir zu schnell. Das ist überwältigend. Raupi wächst besonders schnell. Ich denke, es wird stark. Jo, wir haben ein wildes Clefensa mit nur einem Schlag besiegt. Es ging so hart zu Boden, dass ich fast schon Mitleid hatte. Bis später. Das waren die unnötigsten 20 Sekunden meines Lebens. So, was hast du zu sagen? Aha! Ja, du weißt! Wie bitte? Kampf? Ich telefoniere! Oh, okay, aber mach schnell! Auf in den Kampf! Picknickerin Annette mit dem weiblichen Nidoran. Okay, Käfer ist gegen Gift nicht sehr effektiv. Daher versuche ich es mal zu verwirren. Okay, es klappt nicht. Ja, jetzt hör auf mich anzuheulen. Es ist ein Kampf, kein Geflänne hier. So. Und warum trifft Superschall nicht? Ich weiß, dass Superschall nicht so besonders genau ist, aber es muss ja auch mal treffen. Ja, jetzt reizt aber auch. Na komm. Jetzt aber. Triff, ich glaub an dich. Warum triffst du nicht, Superschall? Na jetzt aber.
Entweder haben wir nur extremes Pech oder das... Ja, also geht doch. Nach dem fünften Mal geht's endlich. Ich wusste doch, Zuber ist nicht so ein kompletter Versager. Und wahrscheinlich bringt diese Verwirrung jetzt überhaupt nichts. Und Nidoran weiblich verletzt sich jetzt gar nicht selber, deswegen wechsle ich jetzt nochmal. Und mach's kurz mit Iglover. So, Iglover. Wie wär's mit einer Glühattacke? Ja, ich sag's euch, diese Attacke hat gar nichts gebracht, dieser Ultraschall, Superschall war's. So. Iglover ist ganz heiß auf Nidoran. Ja, ich sag's euch, dieser Superschall hat nichts gebracht. Ich hab's euch gesagt. Ich kann mein Pech vorher sagen. Ach, kurz vorm Level ab. Schade. Ich muss meinen Ärger Luft machen. Was? Egal, nicht so wichtig. So, hier ist ein Item. Ein Schutz. Ja, ich bin nicht so der Fan von Schutz. Es sei denn, die Pokémon nerven mich extrem, dann setze ich den schon ein. Aber jetzt gerade haben wir es nicht nötig, denn jetzt möchte ich gegen die wilden Pokémon kämpfen, um zu trainieren. Also ich glaube, das war etwas dumm gedacht von den Machern, dass hier ein Schutz ist, weil dann die Pokémon nicht trainiert werden anfangs. Und anfangs ist es sehr wichtig, dass die Pokémon trainiert werden. Also bis Level 20 müssen alle wilden Pokémon bekämpft werden. Das ist quasi so eine Poké-Regel. Poké-Regel. Ja, also wenn ihr mal Pokémon spielt, dann anfangs, wenn ihr unter Level 20 seid, immer gegen die wilden Pokémon kämpfen. Es sei denn, ihr seid kurz vorm Draufgehen, dann natürlich versteht man sich das von selbst, aber immer trainieren am Anfang. Immer trainieren, das ist sehr wichtig. So, ich frage mich, wo es hier lang geht. Also, toll. Wir kommen wieder zurück, okay. Aber ich möchte mir ja alles genau anschauen. Und hier teilt sich der Weg in zwei Hälften. Und irgendwie erwische ich den Trainer hier immer, wenn ich hier nach unten gehe. Es ist immer dasselbe. In jedem Spielstand erwische ich diesen Trainer, wenn ich hier nach unten gehe. Dieser Blick. Wie faszinierend. Welcher Blick, ey. Kilian heißt er, glaube ich, oder? Ne, Erwin. Ach, ein Weib, ein männliches Nidoran dieses Mal. Okay. Ja, Nidoking ist schon ein gutes Pokémon. Ich glaube, das werde ich mal in eins meiner Let's Plays reintun. Vielleicht im Pokémon Blau und Rot Let's Play. Also, wenn wir alle Pokémon dann fangen werden. Damals. Ja, damals ist es noch nicht. Okay. Machen wir wieder die Hölle heiß. So, Nidoran. Jetzt wirst du auf den Grill gelegt. Puh, was soll das denn jetzt? Soll das ein Witz sein? So, ich will Sperrips. Okay, Nidoran wurde zu Sperrips verarbeitet und wurde gefressen, sodass Iglover ein Level abbekommen hat. Hm, das ist enttäuschend. Gut, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie es weitergeht. Einmal nach rechts und einmal nach unten. Ich gehe mal nach rechts. Denn dieser rechte Weg, der führt nämlich auch nach unten. Wer hätte es gedacht? Bis auf, dass hier noch ein wildes Pokémon auftaucht. Und zwar ein Ratfratz. Mit Level 5 inzwischen. Die Level steigern sich. Ihr merkt es. Wir haben ja schon unseren ersten Orden. Und je Orden für Orden werden die Pokémon stärker, die auftauchen. So, noch einmal Blutsauger. Und wieder ein bisschen Musikfehler vom Emulator. Ich glaube, Zuhörer müsste keine Probleme haben gegen dieses Ratfratz. Das ist ja Kindergarten. Seht ihr, das Volltreffer sogar. Kein großer Gegner für Zuhörer, aber ein gutes Training für Zuhörer. Das sage ich ja. Das ist, was ich sage. Immer trainieren. Sonst werde ich irgendwann mit dem Level hinterherhängen. Wow. Wegen dir habe ich den Fisch verloren. Oh. Tut mir leid. War Absicht. Okay, jetzt hättest du uns deine Kapados auf dem Hals. Okay. Nein. Scheiß Kapador. Lass mich. Ich habe keinen Nerv für euch, Tintenfische. Tintenfische?
Ich habe gerade Minecraft gespielt, deswegen sage ich die Thunfische. Na gut, das ist ein schöner Abschluss für diesen Part. Gegen 4 Carpadors kämpfen. Hurra! Ich bin so von dem Glück gerade erfreut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens, als ich gegen 4 Carpadors kämpfte. Und sie auch besiegt habe. Und kaum Erfahrungspunkte geben. Und mit mit Kämpfen, die sehr lange dauern. Weil unser Zubat keine besonders große Angriffsattacke hat, außer Blutsauger. Das ist echt toll. Ihr seht, wie viele Erfahrungspunkte unser Zubat bekommt. Das ist unglaublich. Carpador. Bestellen Sie sich Carpadors noch heute. Sie können sich Carpadors auch per Internet zulegen, wenn Sie einen WLAN-Anschluss haben. Ganz einfach unter www.carpador.de. Bestellen Sie noch heute und erhalten Sie gratis diese nervige Carpador-Puppe, die Ihnen gar nichts bringt. Außer ein bisschen Geplatsche. Carpador, wir nerven Sie schon seit fast 15 Jahren. Was war das denn jetzt, was ich da gerade gequatscht habe? Ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Naja. In Let's Plays, da rede ich immer da sage ich immer das, was mir im Kopf ist. Auch diese ganzen Versprecher, die gehen mir auch ständig durch den Kopf. So denke ich nämlich. Mit Versprechern im Kopf. Also gut. Ich glaube, ich muss Zubat noch draußen lassen, auch wenn es sehr langweilig gerade ist. Ja. Und ich normalerweise immer Speeden tue und dass hier gerade ein Level 15er Carpador draußen ist, interessiert mich gar nicht. Im Gegenteil, das langweilt mich gerade nur. Und zwar extrem, das ist so langweilig. Da wechsle ich Zubat jetzt, aber Zubat hat eh jetzt keine AP mehr, ich hole jetzt Nebulok raus. Nebulok kann nicht von Carpador getroffen werden, weil Carpador nur mit Tackle angreift und Nebulok immun gegen Tackle ist. Außerdem ist die Angriffspunkteanzahl von Carpador auch nicht besonders hoch. Was es zu einem nutzlosen Gegner macht. In jedem Fall. Aber Garados, wow, das ist schon eine heftige Steigerung. Jetzt reicht es aber auch langsam mal mit diesen Carpadors. Ich krieg langsam den Hals voll von diesen Viechern. Diese Carpadors gehen mir auf den Sack. Sack. Komm, Carpadors, geh einfach sterben. Ihr nervt mich so wie extrem. Geht sterben, scheiß Carpador. Entwickelt euch endlich mal weiter zu Garados und hört auf, mich den ganzen Tag zu nerven mit eurem Platscher. Ich habe gesagt, ich werde hier nicht speeden und genau dieses Motto behalte ich jetzt auch. Oh Gott, ich komme mir vor wie die krossen Türme. Wir schlagen den Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Und das ist jetzt mein Motto. In einem Let's Play werde ich nie speeden. Das ist einer von diesen sinnlosen Motten, die man nicht einhalten kann. Besonders gegen Carpadors mit Level 15, die nur Platsch einsetzen und mich damit auf den Nerven gehen. Und unser Nebulok auf Level 11 hochpimpen. Aha, okay, hier ist The Last Carpador. Wäre ein cooler Trailer. The Last Carpador. Carpador, wo gehst du hin? Ich gehe in den Ozean platschen. Nein, Carpador, tust nicht. Tut mir leid, aber wir werden uns wiedersehen. In frühestens 2 Jahren, wenn ich überall in der ganzen Welt geplatscht bin. Carpador, der Film. Am 2.1.2013 in ihrem Kinos. Klatsch. Okay. Damit bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.